Hallo Radiofreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört, ich bin immer noch heiser, deswegen kommen gerade auch so wenig Videos, weil ich gesundheitlich nicht einfach auf dem Damm bin. Und mit so einer Stimme macht es einfach auch keinen Spaß, weder für euch noch für mich, da was zu produzieren. Ja, ich bin in Dürren-Mettstetten, wie gerade eben schon erwähnt, war ich auf dem Turm und habe mit einem anderen DAB-Radio 63 Sender reinbekommen. Wenn du das Video nicht gesehen hast, schau in die Videobeschreibung, da findest du den Link dazu. Das Ganze habe ich schon mal vor einem Jahr gemacht. Da habe ich die Sendeliste des Radios gesprengt mit über 100 Sendern. Das war von Technik-Sat.1. Das war wohl besser vom Empfang her, weil das hat dann über 40 Sender mehr reinbekommen. Aber in Summe hat es mir jetzt aber trotzdem nichts geholfen und das Neue genauso wenig, wo ich da ein bisschen enttäuscht bin. Deswegen bin ich dann oben auf den Turm auf die Idee gekommen, ja, ich hocke mich ins Auto und mache jetzt da einfach mal nochmal ein Scan. Da sind wir zwar ein paar Meter niedriger, aber vielleicht kriegen wir auch hier trotz alledem Schweizer Sender rein. Also dann, legen wir los und dann sehen wir bis zum Schluss, was alles reingekommen ist. Radio Benny on air. Wir fangen an. Gehen auf Einstellungen, Scan und fangen dann an, was er alles hat. Liste oder habt ihr das schon hinter euch? Hit Radio Antenne 1 ist hier. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Nicht von früher ist jetzt neu verpackt worden von den beiden Berliner DJs Two Colors und neu. In diesem Sommer ist sogar eine Handvoll ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer extra angereist. Mann, der sportlich wirkende mit Zahnziger kratzt mit einer Kelle frische Mörtel. Das Publikum auf über die größeren Zusammenhänge, die am Geo. Im Kreis Forchheim.
Bietigheim ist die Staatsstraße Erlangen. Bamberg in beiden Richtungen zwischen. Es führen auch sehr oft viele Wege zum Ziel. Und Vorstellungskraft. Cool, weil alle waren halt so mit dem gleichen Gefühl auch da, ne? So irgendwie, ich suche neue Kontakte, aber trotzdem wäre es schön. Und dann haben wir ja einfach da gequatscht und natürlich ist es. In unserer Obhut bleibt und vielleicht mit uns und vor allen Dingen einen Minispielfilm gedreht, wie sie sich über ihre Tochter äußert. So all diese der Woche vier Gipfel direkt gab und naja, wie mehr oder weniger erfolgreich die waren. Deutschlandfunk nur. Natürlich würde ich hinzufügen, es geht nicht nur darum, dass die Jugendlichen wieder. Heine spielt mehr Musik. Heute ist Tag der Retter bei Sigmüller in Friedberg. Zahlreiche Helfer und Einsatz. Tells him, oh, no.
wie der Mode geht. Radio 1 Style, Fashion. Es mir ohne einfach nicht vorstellen. In meiner Familie wurde quasi schon immer Musik. Kommend, als Gott einfach mit dem Finger geschnippt hat und hopp, auf einmal hat er das starke gehabt. In der Tat ist etwas. Gott! Ich hatte in that time, I think that. 100% daran geglaubt, aber. Irgendwelche Rechner, die kaputt waren, irgendwelche Computer vom Bus, die kaputt waren bei uns, weil ich im Busunternehmen arbeite. Type d'architecture complètement différent dont il ne parle pas mais qu'il connaît aussi. Unterbruch dazu, das hat mir sehr gut gefallen. Rell zu fördern im Schulalltag, das geschieht insgesamt viel zu wenig. Was?
Das hören wir jetzt gerade in der Collage, die unseren Musikredakteur der Uli Stump gemacht hat. Die Bücher mal genauer angesehen und das auf mich wirken lassen, das einzelne Buch an sich. Zu Null, Sandhausen gegen Viktoria Köln, auch noch keine Tore. Der SSV Ulm, der liegt zu... Gleichen Preis, inklusive Flat in alle deutschen Netze. Schon ab. Ich war im Herzen Ugandas, genoss die Wärme der Nächte Kampalas. Und genau, wir machen weiter mit einem anderen Thema. Und zwar geht's. So, wir sind mit dem Scan durch. Aufmerksame Zuschauer haben jetzt schon festgestellt, bestimmt auch schon in die Kommentare reingeschrieben, Benny, das war kein reiner DAB-Scan. Ja, hast du recht, habe ich vergessen umzustellen. Tut mir leid, ich bin wie gesagt nicht ganz auf dem Damm, aber ich dachte mir, ich muss mal wieder ein Video machen für euch, dass ihr seht, dass ich noch lebe. Aber das hat uns jetzt trotzdem nicht gestört. Wir haben zwei freie Radios reinbekommen. Einmal das aus Freudenstadt und Welle Tübingen, was ich jetzt ganz witzig fand. Wir schauen uns mal die Gesamtsendeliste an und rechnen dann die 3-4 UKW-Sender, die dann reingekommen sind, nachher raus. Und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie viel DAB-Sender wir jetzt hier mit dem Autoradio hier reinbekommen haben. Ob wir die 100 geknackt haben. Ich gehe davon aus und sag mal ja. Schauen wir mal. Witzigerweise zweimal Antenne 1. Kann man besser zählen dann immer, gell? Da ist freie Radio aus Freudenstadt. Die zwei Frequenzen haben einmal die 100,1 in Freudenstadt und die 89, ich glaube 6, in Horb am Neckar.
dreimal Radio 7 auf UKW. Hier ist mir vorhin beim Scan aufgefallen, dass wenn das anscheinend live aus Deutschland sein soll, da hat es einen anderen Song gespielt, wie auch in Deutschland selber. Was bis jetzt uns nicht der Fall war. Aber die angezeigten Logos jetzt stimmen aber auch nicht ganz. Interessant, Welle und Welle Tübingen. So, jetzt machen wir noch ein kleines Spin-off-Video im Anschluss. Das kopple ich dann davon ab. Ich speichere mir mal beide Sunshine Live-Sender nebeneinander ab und dann hören wir mal 2 Minuten in jeden Sender rein. Wen es interessiert, Link ist dazu dann in der Videobeschreibung. Ansonsten bis zum nächsten DAB-Radio-Scan. Bis dann, ciao, euer Benny in hoffentlich dann besserer Stimme wieder.